Garten, lieber Willi. Auch dir wollte ich hier als Vertreterin des Landesverbandes für deine parlamentarische Arbeit für den Landesverband danken. Außerparlamentarisch bist du weiterhin aktiv, das weiß ich. Ich freue mich auf den nächsten Friedensratschlag in Kassel, den du mit vorbereitet hast. Und ich wollte dir nochmal ganz besonders danken für deine ruhige, besonnene, ausgleichende, fröhliche Art. Du hast jedem Menschen, egal wie schlecht gelaunt er morgens kam, immer wieder gut Laune gemacht und das vermisse ich sehr. Ja, lieber Willi, du hast es eben in deinen Worten selber angedeutet. Du hast eine ganz schwierige Aufgabe in noch viel, viel schwierigeren Zeiten übernommen. Wir erinnern uns alle, wie die Situation im Landesverband vor 10 Jahren war und wie du in die Rolle sozusagen des Spitzenkandidaten und des Fraktionsführers, des Fraktionsvorsitzenden im Hessischen Landtag gekommen bist. Dass du es geschafft hast, dieser Aufgabe in einer so außerordentlichen Art und Weise gerecht zu werden, diesen Haufen, dieses sozusagen unterschiedliche Linke zusammenzuhalten, das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Verdienst der parlamentarischen Arbeit, wofür wir dir als Landesverband ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen wollen. Und auch persönlich möchte ich mich bedanken und ich finde, wir alle sollten uns dein Motto dann zu Herzen nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Behalten wir ein fröhliches Herz und kämpfen schön mit dir und anderen gemeinsam weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr wisst, dass ich 2 35-Jährige gefunden hatte und dann konnte ich als 70-Jähriger mal aufhören. Das ist sicherlich auch euer Beitrag dafür, dass ich mich jetzt in meiner Rentendaseinszeit mehr um die Bewegung wieder kümmern kann, mehr tun kann, damit also Abrüstung beispielsweise Füße kriegt, den neuen Aufruf, den gibt es, den haben wir in der letzten Woche gemeinsam gemacht. Und ich will nochmal anknüpfen, was Wolfgang gesagt hat. Und ein bisschen Historie deutlich machen. Es hat über 50 Jahre keine Kommunisten im Hessischen Landtag gegeben, seit 1954. Das darf nie wieder vorkommen.